So, mal sehen, konnte ich da nochmal hoch? Ja. Muss ich hier durch? Nein. Yay. Ich habe es zuerst vor ein paar Tagen gespielt, aber ich weiß jetzt schon nicht mehr weiter. Wann hast du es gespielt? Vor ein paar Tagen, glaube ich, war das. Hm. Schau mal eben. Obwohl, war das, ich glaube, hier am Anfang Screen, hier? Ja, hier war das. Ist man eigentlich auch schneller, wenn man die Sprint-Taste im Ballmodus gedrückt hält? Nein. Wie langweilig. Glaube ich jedenfalls. Wir haben schon etwas mehr als eine Folge gefüllt. Das ist unglaublich. Ja. Stirb, 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 stirb. Und Energie für mich. Wow! Was? Der ist in der Luft einfach hängen geblieben. Und es hat mich dann explodiert dort. Moment. Schön ist, ich kann die Übertragung eigentlich wegmachen, weil ich eh nur ungefähr alle 5 Sekunden ein neues Bild habe. Reicht das denn nicht? Doch. Nur was. Meinst du, TeamViewer wäre eventuell schneller? Bessere Übertragung? Kann ich mir nicht vorstellen. Aber war bei. Wie ist das nochmal? Eris? Ja, Super Metroid Eris. Da war das ja auch nicht wirklich schneller. Ich bin tief gefallen. Ja, an die Stelle erinnere ich mich. Da war ich vorhin. Nur war es bei mir halt alles grau. Wow! Stacheln. Wow! Monster. Moment. Kann ich hier durch? Ja. Da sollte ich besser nicht hin. Nee, die Stacheln bin ich reingefallen. Hehehe. Ich nicht. Moment. Tot. So. Ruhig. Langsam runter. Wow! Hi. Toll. Wieder eine Rakete zu wenig. Und? Ja toll, jetzt ist die Rakete auch noch weg. Und ich springe immer wieder in die So. Monster, komm raus. Und heil mich. Monster, Monster, lalalalala, Monster, Monster. Jetzt war ich ein bisschen zu nah. Eins noch. So, jetzt nochmal ein bisschen Raketen auf. Mann. Aufladen. Och! Ich sollte nicht die Sprint-Taste die ganze Zeit gedrückt halten. Ich bin nämlich fast tot. Das ist nicht gut. Ich merk's auch, ja. Ich dachte, ich wollte das mal sagen. So. Machen wir so. Dann laden wir uns hier mal ein bisschen auf. Jetzt können wir weitergehen. Jetzt sind wir gut gewappnet, um in das Gebiet zu gehen. Was Surprise Attack von oben schon wieder macht. Und wow. Hier nochmal ein paar Stacheln so am Rande. In die ich wieder reinspringe. Alles nur für eine Rakete. Denn ich würde mein Leben wegschmeißen für Raketen. Tut das nicht. Weil ich schon wieder bei voller Energie bin, sehe ich gerade. Kann man die Dinger hier eigentlich auch kaputt machen, das Ding hier rechts von mir? Moment. Ja. Muss man ja nur oft genug drauf schießen, oder? Richtig. Habe ich in Aerith so aufgeregt, dass du den nie kaputt gemacht hast. Ja, das wusste ich nicht, dass man die kaputt machen kann. Ja, das habe ich dann gemerkt. Wow, falsche Richtung. Okay, probieren wir es mal aus. Ich schieße einfach die ganze Zeit drauf. Oh, da kommt irgendwas raus. Was? Wie schnell ging das denn kaputt? Süße? Voll billig und so. Hey, Moment mal. Ich sehe gerade, da ist ein Item gewesen im Raum über mir. Habe ich ein Item vergessen? Was? Der ist ja voll episch ausgewichen, der Penner. So. Und diese kleinen Fische, die da rauskommen, geben aber auch gut Items. Klar. So. Der normale Gegner. Da, da ist ein Item. Ja, und ich komme nicht dran, ne? Das Spiel legt einem Items, dann streckt er den Mittelfinger und sagt so, nee, du
pumpst du rein, dran. Das hab ich auch schon gesehen, das Item. Übrigens lustigerweise gerade eben beim Spielen. So, einmal speichern, Save State, runter. So, dann haben wir Brinstar Musik, oder? Ganz genau die. Sehr links, gut. Rechts, links, rechts. Wo willst du lang? Links! Okay. Ist auch nebenbei der richtige Weg. Oh, cool. Rechts dann können wir gar nicht weiter. Ich kann es dir mal zeigen. Ich will nicht nach rechts gehen. Ich will aber nicht nach rechts gehen. Können wir auch nicht, weil wir keinen Walljump können. Okay. Tschüss. Und hier kommen wir nie wieder hoch. Nie wieder. Durch einen langen Gang, der zwei Felder breit ist. Sag auch irgendetwas. Stell dich unseren Zuschauern nochmal vor. Ich glaube, die kennen dich noch nicht. Ich versuche gerade das Spiel zu analysieren. Dann mach es. Analysiere es laut. Diese grünen Flocken da im Hintergrund. Weißt du, dass sie für die Verzweiflung stehen? Ich habe mir sowas in der Art gedacht, aber ich wollte es nicht laut sagen. Weil hier alles, was grün ist, greift an. Samus ist verzweifelt. Jetzt könnte ich nach unten schießen, Taste gebrauchen. Die ich mir nicht draufgepackt habe. Ich wollte gerade sagen, wieso machst du sowas auch nicht? Ich weiß, das passt einfach nicht mehr auf meinem Gamepad drauf. Ach so, meinst du das? Weil ich habe schon alle Tasten gut belegt. Das sag ich ja. Und stell dir vor, du müsstest dieses Spiel mit Gamepad... ja, genau. Stell dir vor, du musst das Metroid mit Gamepad spielen, das wäre voll schlimm. Ja, das wäre echt beschissen. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte. Ich könnte erstmal aus den Stacheln springen. Nochmal, stell dir vor, du müsstest Metroid mit Tastatur spielen, so wie... Da könnte ich es nicht so spielen, wie ich es jetzt gerade spiele. Wow! Ich. Das war geil reagiert. So, hier habe ich beim ersten Mal ein bisschen länger gebraucht. Das neue? Bitte? Das neue Gegner? Was sind diese fetten Pflanzen da einfach nur im Hintergrund? Welche? Die hier? Diese roten da. Das, wovor ich gerade vorstehe. Ja. Das ist nur Hintergrund. Hab ich nie bemerkt, glaube ich. So, hier ist eine Stelle. Beim ersten Mal kam ich in diesem Raum nicht weiter. Jetzt weiß ich's. Man kann hier durch die Wand, ne? Merkt man auch sofort, dass man einfach durch die Wand laufen kann. Das wäre das Erste, was ich ausprobiert hätte, ehrlich gesagt. Wow. Machine Gun Schuss. Wie bei dir. Fast. Ich imitiere gerade das Geräusch meines Fingers, wenn es auf mein Gamepad trifft. Ja, so in etwa kommt das hin, ja. Nun gehen wir durch diesen Gang und treffen Gegner, die ich nur mit Raketen töten kann. Verdammt! Weg hier, weg hier. Da! Zurück. Kommando zurück, ich muss mir Raketen holen. Ich muss mich heilen. Wenn du stirbst, dann reiß ich dir gut den Kopf ab, wollte ich gerade sagen. Ja gut, ich darf ihn heute noch behalten. Ja, gib mir mal mehr als nur kleine Heilung, die dummen Augen. Gib mir deinen Kopf. Okay. Ich glaube, die meisten werden leider nicht wissen, woher das ist. Leider ja. So viel haben Elements Festival nun doch nicht gelesen. Haben welche gelesen? Ja. Ich habe letztens sogar nochmal so ein Video bekommen, wo jemand das vorgelesen hat, das erste Kapitel. Das habe ich auch schon gesehen. Haben die denn Leute geschrieben, so, ey, ich habe das gelesen, cool, oder... Ja, also die das gelesen haben, hat es anscheinend gefallen, glaube ich. Also hast du Feedback bekommen. Mhm. Aber ist ja nicht so, als würde ich da irgendwas dran ändern. Das ist eine fertig abgeschlossene Geschichte. Ja. Wie, hat da jemand gesagt, du sollst das daran ändern, oder was? Nein, aber wenn es jemand... Wow! Dummes Viech. Wenn es jemand tun würde, würde ich es eh nicht machen. Ey, geh auf. Nee, geh zu. Jetzt kannst du laufen bleiben. So, ich glaube, hier war schon der erste Boss. Spawn? Ja. Ganz genau. Wenn du mal drauf achtest, ich könnte doch einfach nach unten weitergehen, ne? Ich sehe es gerade. Aber der bringt bestimmt was Episches. Ich sag mal dazu nichts. Der bringt bestimmt den Walljump. So. Oh Mann, ich bin zu tief. Mir das.
Mui. Ja, die Stage sieht auch ein bisschen anders aus als au im Original. Ach ja. Moment. Ha. Ich glaube, das waren jetzt 3 Raketen, die ich ihm da reingeboxt habe. Ich sollte aufhören, aufzustehen. Die Dinger könnten mir auch ruhig mal Energie geben, finde ich. Aber mit Raketen bin ich auch zufrieden. Wow! Da hat er plötzlich ein Speed-Up gemacht. Jetzt geht er ab. Sportsbahn feiert die Nacht, feiert die Nacht. Stell ja, schön! Stell dich auch an eine perfekte Stelle hin, wo ich nichts tun kann. Stell dir mal Sportsbahn beim Pogen in der Disco vor. Das würde sehr komisch aussehen. So, mach dich mal eben auf, dann kann ich mir die Energie da hinten holen. Wetten, macht sich jetzt zu. Von hinten. Oh, Tatsache, Samus war wirklich recht nackt. Und kurz vorher sagte er von hinten. Mhm, alles klar, ja. Ist doch Bescheid, ne? Jo. Also nochmal, Sportsbahn beim Pogen in der Disco oder auf einem Konzert. Dürfte sicher geil abgehen, das Viech. Mhm. Und hätte auf jeden Fall jede Menge Platz danach. So. Nein! Für mich in Position bringen, hat dann nicht mehr geschafft zu schießen. Ja. Ich wollte mich in Position bringen. Okay. Ich dachte, du hättest Samus gerade kurzer Schand einen Schniedelwutz gegeben. Nach dem, was ich eben gesehen habe, sicher nicht. Nacktpatch! Ja, der ominöse Nacktpatch für Tomb Raider. Wer kennt ihn nicht, ne? Was? Ich kenn ihn nicht. Es hieß mal, dass es für, ich glaube, das erste Tomb Raider war das, einen Nacktpatch gibt, wo man halt, ja, Lara Croft eben nackt sieht. Das ist ja absurd, einen Nacktpatch, wo man den Spieler nackt sieht. Das ja, echt mal. Das hab ich nie gehört. Das klingt echt unglaublich, aber es war wirklich so. Also, naja, es war nicht eben nicht so. Den gab's nicht. Ja, schön! Stell dich wieder in mich rein! Mir liebt es, in dich reinzugehen. Ich merk's. Am liebsten, wie du eben schon sagtest. Oh Gott, was ist los? Dein schlechter Einfluss, dein schlechter Einfluss. Ich würde sowas nie sagen. Es ist nach Mitternacht, deswegen. Toll, jetzt habe ich keine Raketen mehr. Au. Es ist nach Mitternacht, da passiert sowas automatisch. Kann es sein, dass Dinge ab und zu mal nur Raketen und dann nur Energie geben? Ja, je nachdem, was du gerade am dringendsten brauchst. Also laut Spiel am dringendsten brauchst. Ah, besiegt, okay. Das war echt eine schwere Geburt. Wall Jump. Wall Jump. Hier, ich zeig dir mal, was man bekommt. Nahtritt, weil man hier nicht weiter kann. Oh, dann war ich mit Wall Jump ja gar nicht mehr so falsch. Man hätte von Anfang an einfach weitergehen können durch die Tür und ihn erstmal in Ruhe lassen. Nö, ich falle. Tief. So, ein Gedanke. Haben wir Wall Jump Boots. Hey, ich hatte gerade einen Gedanken. Sei gefällig ja, froh darüber. Ich weiß, ein Gedanke. Und du hörst es zwar gerade nicht, aber ich glaube, du kennst das Geräusch dieser Viecher, ne? Nee, ich meine das Geräusch dieser Viecher. Ja, ja, ich weiß, aber ich muss es noch machen. Und ich glaube, der Walljump ist in diesem Spiel ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, man fliegt viel weiter weg dadurch. Dann ist der Cheatfest quasi. Dass man keinen einerwanden Walljump macht, ne? Ja, nehme ich mal an. So, und wir haben hier noch die Map-Data. Wieder muss ich mit Start raus, was ich gerade schon wieder fast nicht rausgefunden hätte. Ach ja, das Geräusch, was du eben gemacht hast. Ne? Das machen die kleinen Viecher auch gerade. Das kannst du nachher vielleicht mal in der Aufnahme hören. Ja, ich weiß. So, boah, ey, der ist verdammt kompliziert, dadurch, dass er so weit wegfliegt. Muss man neu angewöhnen. Und erstmal versuchen, hier hochzukommen. So. Ich kann es euch mal zeigen, wenn wir jetzt da hochgehen würden, wo Spore. Wie hieß der? Sporespawn. Oh, toll. Weil die dumme Larve da war, konnte ich nicht dran springen. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Ich erinnere mich an meine. Wow, wow, wow.
Ich erinnere mich an meine Walljump-Zeiten beim originalen Super Metroid. Das waren noch Zeiten. Stirb, stirb, danke.